Moin moin und willkommen zurück zu Portal. So, unsere nächste Herausforderung ist hier drin. Und ich habe noch keine Ahnung, was genau wir hier machen sollen. Mal gleich mal angucken. Da ist irgendwas anleitungsmäßig. Okay. Da kann der Laser ja durch. Da können wir einen Würfel holen. Wo können wir den hinsetzen? Verschiedene Stellen. Da drüben sind die Robotics. Okay, die Robotics können wir doch erstmal platt machen, oder nicht? Die werden ja auch vom Laser platt gemacht. Hier an die Wände kann ich ja nichts machen. Ne? Okay. Gut. Okay, das geht auch nicht. Da drüben an der Wand können wir auch nichts machen. Guck mal, wo wir am besten hinkommen können. Da ist auf jeden Fall ein Loch da oben, das heißt, wir können auf jeden Fall immer hinkommen. Pass mal auf. Komm, den brauchen wir auf jeden Fall, ne? So. Jetzt die Frage, wo wir den am besten hinpacken. Okay, aber wo können wir den denn am besten hinstellen, dass er irgendwo hinschießt? Wollen wir mit? Ja. Er trifft den da drüben. Dreht er irgendwas? Aber was bezweckt er damit? Gucken wir uns das oben an. Kann ich nicht dahin? Ist das auch eine Wand oder nicht? Ah ne, ist das eine normale Wand, okay. Da oben. Okay, eins. Zwei. Also da ist ja so ein Würfelaugen drauf. Hier, eins. Ich kann mal von da mal angucken. Okay, hinspringen kann ich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Okay, ist das hier jetzt passiert? Weil er den Laser da getroffen hat, ist das hier runtergekommen alles? Okay. Da geht's auf. Und irgendwo muss man reinspringen vielleicht. Hier ist ja noch ein Würfel, okay. Der Würfel muss ja jetzt... Dann müssen wir irgendeinen Laser anmachen, ne? Warte mal. Ach, das ist doch alles verrückt. Oh. Wir müssen den Würfel damit rübernehmen, würde ich sagen. Aber wie kriegen wir ihn da rüber, ist die Frage. Muss er irgendwie gesprungen werden dann? Aber kann hier irgendwie gesprungen werden? Was zeigt mir das Bild denn da an? Testen wir doch mal, pass mal auf. Ah, okay, jetzt check ich's. Okay, jetzt habe ich's verstanden. Okay. Das Orange lassen wir da, dann müssen wir immer anders irgendwo hinspringen. Das heißt, wir könnten vielleicht da so rüberspringen, dass alles gut geht. Aber da kommen wir nicht so weit, kommen wir so, können wir wahrscheinlich gar nicht springen, ne? Normal testen. Nee, aber das können wir anders machen, pass auf. Nee, Quatsch. Das ist ja auch dumm, also ich wollte es... Jetzt mal da hinspringen. Da kommen wir immer wieder dahin, okay. Nee, warte mal, man kann ja springen und dann nochmal woanders hinschießen, ne?
Können wir mal testen, pass mal auf. Und dann. Ja, okay. Ich hab's verstanden, warte. Kann ich so machen? Guck mal, jetzt bin ich hier drüben. Aber natürlich ohne Block. Das müssen wir erst mit dem Block machen. Das kriegen wir auch hin. Okay, machen wir es erstmal so. Warte, lass mal kurz runterfallen. Bleibt er da oben? Ja, okay. Gut, dann machen wir. Dann springen wir jetzt auch mal. Und jetzt müsste auch darüber fliegen, oder? Perfekt. Na, ah, das springen. So. Dann haben wir den auch drüben. So, was hat er jetzt gemacht damit? Wir brauchen noch irgendwie einen Würfel. Hat er noch irgendwie einen Würfel freigegeben? Ich sehe jetzt gerade keinen. Aber ich glaube, wir brauchen einen Würfel, um die Dinger da oben zu zerstören. Oder können wir uns auch darüber katapultieren? Können wir vielleicht auch. Nee, was anderes müssen wir machen. Pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Würfel hier. So viel ist sicher, denn ohne den Würfel können wir nicht die Viecher da drüben abschießen. Aber wo ist der Würfel? Wo ist der hingekommen, der Würfel? Ist da keiner hier rausgehüpft, ne? Guck mal da drüben, ob da noch einer hingekommen ist. Ist hier irgendwas passiert? Da oben ist der Würfel, sehe ich ihn jetzt. Seht ihr ihn auch? Wie kommen wir da hoch? Wie können wir den da oben runter? Ach so, warte. Warte. Okay, warte. Na Gott, dumm. Der Würfel haben wir den da rüber gehauen? Ja, den haben wir da rüber gehauen. Okay, das ist ja gar nicht so verkehrt. Gut. Ah, warte. Okay, die Mauer zerstört. Und dann? Wer sagt's denn? Jetzt nur. Raum runter hier. Was klappt das? Oh, nein! Das war dumm. Nochmal. Ja. Aha! Wow! Das war ein bisschen komplizierter als die anderen. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Ja, für einen von uns. Da bin ich mal gespannt, was sie für eine Lösung hat für uns. Ein gutes. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Okay. Also, wir haben hier einen Würfel, da einen Würfel. Ah. Halt, so. So. Bevor ich das hier eigentlich mache, muss ich immer wissen, wo soll ich überhaupt hin damit, ne?
Also wir müssen da ist der Ausgang und wir müssen... Da müssen die Laser hin. Okay, warte mal. Ja, warte, ich habe eine Idee. Also. Nee, wir müssen auf jeden Fall einen machen. Also hier ist eine Mauer, das ist klar, weil hier müssen jetzt. Hier muss auf jeden Fall ein Tor durch. Ne, das ist schon mal klar. So, der schießt den schon mal an. Ist ja auch super. Und jetzt könnte man doch eigentlich... Ne, das kann man nicht, ne? Geh nur weg. Ah, jetzt mal kurz überlegen. Also hier, da kann ich nur abfrimmeln. Das ist natürlich uncool. So, jetzt warte mal kurz. So geht's natürlich auch. Nee, so geht's nicht. So geht's aber. So ist ja verkehrt. Hey, warte mal. Boah, jetzt bin ich aber... Ich habe nur drei Blöcke. Einen kann ich mit dem Laser machen. Die anderen muss ich irgendwie abflanken. Ach doch, warte mal. Das wäre möglich. Man kann ja auch mehrere da durchschießen, oder? Testen wir mal. So. Und den letzten? Kann ich vielleicht hier mit reinschießen? Ja. Das Tor muss ein bisschen woanders hin. Warte mal. So. Pass mal auf. Funktioniert ja auch nicht. Warte mal, ist ja auch Quatsch. Ich brauche den, der da trifft, ich brauche den, der geradeaus trifft. Doch, doch, jetzt weiß ich wieder. Warte mal. Das war ganz gut mit dem eigentlich. So. Bleib mal da. Ah, komm hier rüber. Auch nicht. Hä? Der muss da bleiben. Ach nee, Quatsch. Ist ja viel einfacher. Also ist viel einfacher nicht, aber wir schicken einfach dahin. Also der trifft den automatisch. Der trifft den. Und... Ach. Der trifft den, oder? Glaube ich nicht sagen, genau. Guck mal. Warum wir so kompliziert denken, wenn es einfacher geht, ne? Man sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Ja, von mir zum Beispiel. Definitiv hat sie sich, hat sie mich damit gemeint. Ba, 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 ba. Eigentlich halten sich die Ladezeiten noch im Rahmen hier, oder? Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Kuchen. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit schön. Tragischen Konsequenzen. Und echtem Konfetti. Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen.
Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Oh, den Löffel brauchen wir ja auf jeden Fall. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Jo, ich bin früh dran, aber wir müssen jetzt gleich los. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht, lauf! Okay. Lauf, ich schließe die Tür. Nur noch mal zur Erinnerung. Wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiterrennen. Okay. Kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Tonproduktion, deaktivieren ihr Nervenschiff und dann treten wir ihr gegenüber. Und im Moment jedoch, lauf! Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Los, komm. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält die uns eigentlich? Oh. Ah! Hallo. Mein Gott, bin ich wieder am Anfang hier? Nee. Was ist da los? Okay, jetzt müssen wir hier raus. Dass sie uns so schnell schnappt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich bin ja schon so schnell ich kann. Schneller geht das Ding hier nicht. Was passiert da drin? Kannst du da raus? Ich höre Schüsse. Kommt ein bisschen spät, aber pass auf die Schüsse auf. Auch wenn es zu spät ist, ich hab's zumindest versucht. Ah. Oh. Ah, ich dachte, ich könnte noch vorbeilaufen. Richtig dumm. Okay, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Das heißt, wir müssen die irgendwie anders ausschalten. Na los, na los! Ich bin schon dabei. Ich will ein Dings machen, aber kann ich da irgendwas entschieden? Ah, warte. Da ist immer ein Ausgang hier, wo man so rausfliegen kann oder so. Behaupte ich mal. War gut. Hier lang. Ja, ich lauf da schon. Los. Wo sollen wir hin? Das ist die Frage. Oh. Okay. Okay. Die Flucht. Gut, die Flucht schauen wir uns aber beim nächsten Mal an.
Jetzt ist erstmal Pause im Gelände. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.